der kleinen Serie werde ich euch zeigen, wie man mit dem OpenSCAD so 3D-Modelle für den 3D-Drucker erstellen kann. Manche werden natürlich sagen, ui, dann nehme ich doch das Tinkercad. Das mag schon sein für ganz, ganz einfache Werkstücke. Aber ich werde euch ein paar Sachen zeigen, die man mit dem OpenSCAD recht gut da erledigen kann. Also, wenn man das OpenSCAD startet, dann sieht man eigentlich recht wenig, gell? Da ist links ein freier Bereich, da ist rechts ein freier Bereich und da sind da unten so Kleinigkeiten. Die Fehlerliste tun wir da mal weg. Da kommen dann diverse Ausgaben von dem Programm. Tja, das war's schon. Da haben wir mit der Menüleiste, wo wir nachschauen können, wie wir wo was machen können. Aber man kommt dann sehr schnell drauf, dass da die Tastaturkürzel wesentlich praktischer sind. Ich habe irgendjemand nochmal gesagt, man könnte das OpenSCAD auch so verwenden, dass man schlicht und einfach einen Texteditor hernimmt, um das zu schreiben. Ja, geht auch. Aber man hat halt da den Luxus, unter Anführungszeichen, dass das auch dargestellt wird, was man da programmiert hat. Allerdings muss einem klar sein, man kann da nicht mit der Maus irgendwie Sachen eingeben, gell? Man kann nur schreiben da links. Und diese Sprache, die der OpenSCAD versteht, die zeige ich euch jetzt mal. Da müssen wir am Anfang ein bisschen von der Grammatik lernen. Ist aber auch nicht schwer. Man spricht mit dem Programm so, wie man spricht. Das ist eine Maschine, da brauche ich nicht freundlich und höflich sein. Und da kann ich mir einfach sagen, was er machen soll. Und zwar in dem Fall halt auf Englisch. Also, wenn ich will, dass er einen Würfel zeichnet, dann muss ich wissen, das heißt Cube. Cube ist der Würfel. Und wenn ich jetzt einmal da nur einen Einheitswürfel zeichnen will, wo ich mir also keinen einzigen zusätzlichen Parameter angeben will, dann mache ich einfach runde Klammer auf, runde Klammer zu. Und damit er weiß, dass das fertig ist, machen wir einen Strichpunkt. So wie wir beim Reden halt einen Punkt machen oder beim Befehl ein Ausrufezeichen, macht man da halt einfach einen Strichpunkt. Tada, könnte man jetzt sagen, das erste ist schon fertig. Aber da sehe ich nichts, gell? Da geht man auf den Punkt Design, wenn man sich das am Anfang noch nicht gemerkt hat, gell? Und sieht dann sofort, ah, schau da, Vorschau, F5. Gell? Das heißt, ich drücke einfach F5 und schon sehe ich da meinen Einheitswürfel. Eins in jede Koordinatenachse. Jetzt kann ich also mit der Maus, mit dem Mausradl da hineinzoomen. Und wenn ich die linke Taste gedrückt halte, dann kann ich das da drehen in alle möglichen Richtungen, ja. Und wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, dann kann ich es verschieben von links nach rechts. Und dann ist immer die Frage, was sehe ich denn da jetzt und in welche Richtung schaue ich denn da gerade? Und bei einem Würfel ist es dann recht schnell ein bisschen unübersichtlich. Dafür hat man da links unten dieses kleine Koordinatenkreuz und da sehe ich sofort, oha, Z geht nach unten, X geht nach rechts und Y geht nach vorn. Das ist jetzt genau am Kopf stehend sozusagen. Das heißt, ich nehme die linke Maustaste und drehe das aufgrund von dem Koordinaten-Dings da unten. So passt mal, ja? X kommt also zu mir, Y geht nach rechts und Z geht nach oben. Das war's. Damit habe ich das erste schon programmiert. Ja, okay, nicht sehr befriedigend. Eigentlich möchte ich den Würfel ein bisschen größer haben, ja, zum Beispiel. Ich möchte jetzt einen Würfel haben, der 10 Einheiten groß ist. So wie es da eingestellt habe, sind das Millimeter. Dann schreibe ich einfach 10 hinein. F5. Und schon frage ich mich wieder, was habe ich jetzt gemacht, gell? Da kann ich mal da mit dem Plus und Minus verkleinern oder vergrößern. Oder mit dem Mausradl einfach mal rausfahren. Und dann sehe ich da unten, sieht schon bei den Einheiten, da steht 20, da steht minus 20. Ja. Das ist also jetzt der große Würfel. Okay, man macht da oft den Spaß, dass man sagt, jetzt, ne, wie weit geht's denn da? Da ist ja nichts mehr, da ist kein Würfel. Gell. Da nehme ich meistens dann das oder das heißt einfach alles anzeigen. Und dann sehe ich mein ganzes 3D-Modell da drinnen. Okay. Also, selten will man halt da einen Würfel zeichnen, sondern meistens wird das halt der Quader werden, den man da gern hätte. Dann gehe ich wieder in die runden Klammern und muss ihm jetzt sagen, wie groß ist der Quader in X-Richtung, in Y-Richtung und in Z-Richtung. Und wenn man sowas macht, dann macht man in die runden Klammern da drinnen
eckige Klammer auf eckige Klammer zu. Und dann als erstes in X-Richtung. Das heißt also, in dem Fall, wie weit kommt er zu mir heraus? Sagen wir mal, da soll er 15 sein. Dann ein Beistrich als Trennung. Die Y-Richtung, das ist das nach rechts. Da lassen wir es von mir aus 25 sein. Und dann die Z-Richtung. Da steht da schon die, was man alles eingeben kann. Die Höhe lassen wir jetzt einfach 5 sein, gell? F5. Und dann gehe ich wieder da her und sage, alles anzeigen. Passt. Habe ich mein Quadrat da. Da war noch was bei der Vorankündigung da. Center is true. Dann gebe ich das einfach einmal da ein. Gell? Also nach der eckigen Klammer, das ist sozusagen die erste Information, die er kriegt. Beistrich. Center is true. Was passiert jetzt? F5. Und dann sieht man schon, ja. Das heißt, jetzt geht der Koordinatenursprung genau durch den Körpermittelpunkt da durch. Und ohne das Center is true, da habe ich es so, dass die Ecken bei x ist 0, y ist 0 und z ist 0 ist. Ja, so kann man es auch sagen. X nach rechts, y nach hinten, z nach oben. Ja, und was ist, wenn ich da jetzt noch was dazu machen will? Ja, dann einfach mit der Enter-Taste in eine neue Zeile. Dann machen wir noch einen Kubus. Und den lassen wir jetzt runde Klammer auf, runde Klammer zu. Strichpunkt, das ist das, was ich als erstes immer hinschreibe. Und den lassen wir jetzt so groß sein, dass er in X-Richtung, das geht jetzt bei mir da noch rechts, da machen wir Szene. In Y-Richtung, das geht nach hinten. Das machen wir 15. Und in Z-Richtung, das machen wir 10. Dann schaut er mal so aus. Ja, so kann man also das Ganze da sich vorstellen. Man programmiert so, wie man spricht. Also, mach ein Quader mit X, Y, Z. Fertig. Mach einen zweiten Quader mit anderem X, Y, Z. Fertig. Jetzt möchte ich die irgendwo verschieben, oft, gell? Dass die so nebeneinander sind. Oder einfach an einer anderen Stelle, weil ich es da jetzt gerade nicht brauche. Dann gehe ich einfach zum Beispiel da vor den zweiten Quader und sage, mach bitte eine gerade Verschiebung. Das ist in der Physik eine Translation. Im Englischen heißt es Translation. Translation. Und da ist auch wieder so, runde Klammer auf, runde Klammer zu. Und dann sage ich ihm da, innerhalb von den eckigen Klammern, ich schreibe da meistens am Anfang 0, Beistrich 0, Beistrich 0 hinein. Da sage ich mir also jetzt auch wieder in die Koordinaten, wo kommt das Ding hin? Naja, diesen großen Quader, wenn ich den jetzt links von meinem ursprünglichen haben möchte, dann soll er das um minus 10 nach links verschieben. Schauen wir mal, was dann passiert. Also, minus 10. Na, falsch geschrieben. Translate heißt das. Also, und da sieht man schon, jetzt ist der neue Quader um 10 nach links verschoben, in minus x-Richtung, da unten haben wir die x. Jetzt haben wir also den Quader und das Verschieben. Dann beim Programmieren gibt es noch etwas. Wenn ich da an die erste Stelle wieder hingehe, ich mache einfach zwei Schrägstriche und schreibe dann dahin Quader, dann ist das nur ein Kommentar. Und der wird einfach ignoriert. Das ist nur für mich als Mensch gut. Verschobener Quader. Da. So ein Kommentar kann man auch über längere Strecken machen. Dann schreibe ich da immerhin slash Stern ans Ende und da Stern slash. Und alles, was jetzt zwischen die zwei Dinge da ist ein Kommentar. Was hat das jetzt bewirkt? Jetzt ist der wieder weg. So, jetzt werde ich da meinen Quader um etwas noch ergänzen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir einen Zylinder machen? Der heißt im Englischen Zylinder. Und auch da wieder, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Strichpunkt.
Wenn ich da jetzt sage, F5 zeichne, dann habe ich da irgendein komisches Objekt da unten drinnen. Okay, also da müssen wir auch wieder sagen, wie groß wir denn diesen Zylinder haben wollen. Üblicherweise gibt man beim Zylinder zwei Sachen an, nämlich den Durchmesser und die Höhe. Wahlweise kann man glaube ich auch den Radius angeben. Aber jetzt sagen wir mal, der geht in X-Richtung 15, also machen wir mal D ist 7. Wie schaut das jetzt aus? Schon ein bisschen größer. Beistrich H ist, na, jetzt lass man größer sein. Das ist 10 dick. Machen wir es 20. So. Dann sieht man das da besser. Na, jetzt habe ich da einen Zylinder. Und wenn ich jetzt haben will, dass der Zylinder aber irgendwie da hineingeschoben wird, weil letztendlich möchte ich da nämlich eine Bohrung durch diesen Quader machen, gell? Dann sage ich einfach Translate, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Abstand. Dann gehe ich wieder zurück hinein, eckige Klammern, X, Y, Z. So, in X-Richtung geht der Quader 15, die Hälfte wäre 7,5. Also, 7,5, man sieht schon, unser Komma wird da als Punkt dargestellt. Jetzt ist er da hineingeschoben. Und wenn ich den Durchmesser 7 habe, dann schiebe ich ihn jetzt einfach in Y-Richtung einmal um 5 hinein und in Z-Richtung um minus 10 hinunter. Okay, und da sieht man jetzt schön und deutlich, ah, der steckt also wirklich wie ein Bohrer da so durch. Nicht vergessen, wir haben da, da schreibe ich gleich hin, Bohrung. So, und wie kriege ich jetzt eine Bohrung zusammen? Ja, da macht man das also so wie in der Mathematik. Man sagt einfach, subtrahiere jetzt den Zylinder vom Quader. Und das macht man so, ich gehe ganz am Anfang hin. Difference. Runde Klammer auf, runde Klammer zu. Und jetzt was? Gell? Da mache ich die geschwungene Klammer auf. Habe ich es jetzt genau richtig oder falsch schon? Genau. Bildet die Differenz vom Quader minus Zylinder. Und schon ist unser Loch da. Das hat jetzt ein paar Gründe, warum ich den da hinuntergeschoben habe. Jetzt werde ich das einmal nicht mehr hinunterschieben. Und dann sieht man schon, was da für Darstellungseffekte entstehen. Jetzt ist also der Zylinder genau da in der gleichen Ebene, wo der Quader ist. Darum schiebe ich das immer ein bisschen runter. Das kann ja auch nur ganz wenig sein. Minus 1 reicht ja da auch schon. Hauptsache es steht drüber hinaus. Passt. Fertig. Also was haben wir jetzt gelernt? Wir können einen Quader machen. Wir können den Quader zentrieren. Wir können einen Zylinder machen. Wir können beliebige Objekte verschieben und wir können Bohrungen machen, indem wir einen Körper vom anderen abziehen. So weit, so gut. Das einfach mal selber ein bisschen ausprobieren und herumspielen. Ja, dann probieren wir da einfach mal ein bisschen herumspielen. Gell? Ich würde jetzt sagen, da diesen verschobenen Quader, den brauche ich nicht mehr. Den tue ich komplett weg. Der irritiert mich da. So. Und wenn ich jetzt sage, ich mache den Zylinder und den Quader genau gleich groß, dann könnt ihr sagen, okay, dann soll halt der Durchmesser da 15 werden. Aber dann muss ich ihn auch weiter hinein verschieben, gell? Nämlich da auch um 7,5 und dann mache ich den Quader nicht so, sondern so und ich könnte den um plus 1 verschieben und schon habe ich da jetzt ein Gefäß gemacht. Das hat jetzt einen Boden und wenn ich das ausrechne, ist der Boden 1 dick. Gell?
Der Quader ist 5 hoch. Wenn ich das da 4 hoch sein lasse, dann habe ich da nur so ein kleines Pool gemacht. Ja. Nett.